Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Blaskar. Weiter geht es mit Marie d'Artois und unserer Female-Only-Gruppe. Da hinten ist ein Kampf zwischen den Holy Crusaders und von Scouts von dem Paladin. Aber wir machen erstmal schnell das Tournament. Wetten zumindest 500 und verlieren einmal schnell. Weil das Tournament verbraucht jetzt nicht wirklich Zeit, also der Kampf da hinten mit dem Paladin, da ändert sich jetzt erstmal nicht viel. Während wir uns hier prügeln. So, zumindest erste Runde geschafft. So. Es wäre natürlich, was ich normalerweise immer mache, ist diesen Scouts vom Paladin folgen, dann warten, bis die besiegt werden und sie dann, dann rekrutiere ich sie. Wenn sie gefangen genommen worden sind. Weil die sind einfach die stärksten Einheiten im ganzen Spiel. Aber es sind alles Männer. Oh nein, nein, geht weg von mir, geht weg von mir, geht weg von mir, geht weg von mir. Los, Leute, helft mir. Okay. Hat doch funktioniert. Alter, das Tournament hier mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh weh. Ja, einfach mal drauf chargen, was soll's. Das wird schon klappen. Aber ich werde halt auch mit einem Schlag verliere ich halt gleich die Hälfte meiner HP. Ja, das vergiss ich schon wieder. Das war's schon wieder. Ja, vergiss es doch. Vergiss es doch. Okay. Wir gucken mal, wie der Kampf da hinten gerade so läuft. Das sind nur... Obwohl, die haben sogar gewonnen. Okay. Wer kämpft hier? Snowcrawlers... Auch gegen Snoke, die armen Snowcrawlers, ey, die kriegen echt nur auf die Mütze. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich irgendwo ein Vasall werden soll. Es kostet mich zwar ziemlich viel Ruf und ich verliere auch, glaube ich, Ehre, wenn ich diesen Marschallstatus dann breche oder Vasallenstatus. Aber es würde schon Sinn machen, weil es schadet nicht, Verbündete zu haben. Aber das schiebe ich vielleicht noch ein bisschen auf die Entscheidung. Ich laufe vielleicht einfach noch mal ein bisschen rum und töte einfach mal alles, was mir so vor die Flinte läuft. Und mich würde immer noch interessieren, wo diese Party of Infidels sind. Holy Crusaders. Die haben Divine, 35 Divine Athlings haben die. Ich hau die mal, vielleicht kann ich die Divine Athlings dann aufnehmen. Ah, ne, Moment mal, Relief you in Peace. Wen? Given by the Old Gods. Das heißt, wenn wir hier für die Old Gods ein Quest machen, dann versuchen wir uns bei denen einzuschleimen. Das heißt, wir greifen nur Leute von the New Gods an. Ich weiß nicht, zu wem die Holy Crusaders gehören. Shall not infidels, time for you to die. Your holy order's nothing. Okay, das sind sogar die New Gods, okay. Weil dann verhauen wir die mal. Wobei, das sind aber nicht die, die wir für das Quest machen sollen, weil der Name nicht lila geschrieben war. Beziehungsweise blau, das heißt. Das sind nicht die, die wir fürs Quest brauchen. Okay, die benutzen... Ja, die folgen mir, die sollen ruhig mir folgen. Bis ihre ganzen Kumpels hinten von meinen Mädels auseinandergenommen worden sind. Vielleicht kriege ich ja auch... Da hinten zum Beispiel. Ach, und ich muss meinen Skillpunkt noch irgendwo investieren. Bleib stehen, bleib stehen. Na, hat nicht gereicht. Boah, komm, lass mich dich ausnocken. Nein, du sollst nicht meinen Mount töten, ich will dich ausnocken. Na, den kriege ich nicht, der läuft jetzt schön von mir davon. Na egal, ich hätte ihn halt gern ausgenockt, weil dann hätte ich ihn als Prisoner verkaufen können. Bleib stehen! Bleib stehen! Naja, was soll's. Holy Crusader knocked unconscious. Wenigstens hat die Priestess einen von denen gekriegt. Ja, ohne Mount kann man das total vergessen. Ja, dann warte ich einfach mal und schau mal, was die so treiben. Auf geht's, Mädels! Aber ich sehe schon ziemlich cool aus in der Rüstung hier von Arakanos. Sieht cool aus. Habt ihr es dann bald? Ja, da hinten lebt noch irgendwo einer. Ja, da lebt noch einer.
Nach wie vor kann ich mir einen schlimmeren Tod vorstellen, als von so vielen Frauen verdroschen zu werden. Drachenkrieger. Hier, ich kann sogar die 35 Divine Athlings alle mitnehmen. So habe ich das ungefähr geplant. Beziehungsweise geplant habe ich eigentlich überhaupt nichts, aber ich hab gehofft, dass es so funktioniert. Boah, 18.900. Aber meine Enterprises, ein bisschen können sie gegenwirken. Jetzt ist der, hier ist er. Jetzt gib mir Geld. 20.000. Okay, ich habe nichts, was ich verkaufen kann. 14 Viragos. Heroin. Sehr schön. Ja, ich könnte halt mal Level jetzt verteilen, weil die haben unter anderem vielleicht schon 3-4 Level oder so, die ich ihnen geben könnte. Aber jetzt kann ich erstmal Level machen. Ich würde halt am liebsten alles gerne in Charisma hauen, um noch mehr Leadership zu haben, um noch größere Einheiten tragen zu können, weil ich brauche die Stärke momentan nicht. Ich habe eigentlich alles Anliegen, was ich für die nächste Zeit Anliegen haben will. Das reicht mir eigentlich erstmal. Also ich mache Charisma, um irgendwann mal auf Leadership zu kommen. Ich könnte, einen Punkt kann ich setzen. Power Strike vielleicht. Shield Athletics, nee, das muss nicht sein. Riding würde ich auch gern mal hochziehen. Weil Riding 6 sind dann, glaube ich, die ersten Hunde. Ich glaube, ich mache Agi. Ich will mal Riding 6 irgendwann haben. Und kann in Prisoner Management vielleicht. Every level of the skill increases the prisoner to troop ratio. Ja. Oder Persuasion. Spotting. Oder Spotting, weil dann kriege ich, glaube ich, einen zusätzlichen Pluspunkt für meinen höchsten Spotter. Oder mal Iron Flash. Komm, wir machen jetzt mal Iron Flash, dass wir mal ein bisschen mehr HP haben. Auch wenn es nicht viel ist. Okay, was ist hier jetzt alles los? Der hat immer nur noch 101 Leute. Ich probiere es jetzt vielleicht mal. Sun Mounted Berserker. Was sind denn Black Warrior? Das sind bestimmt auch wieder total die heftigen Leute. Aber ich habe 175 Einheiten und die sind eigentlich auch alle nicht schlecht. Bis auf die Sword Sisters. Aber ansonsten habe ich schon gute Einheiten. Ja, komm, wir greifen ihn jetzt mal an. Dann kriegen wir halt mal wieder ein bisschen auf die Mütze, aber so ist das Leben. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Aber ich hätte lieber gern ein offeneres Schlachtfeld. Hier am Wasser irgendwo. Schauen wir mal. What do you want? Surrender or die? Ja, das Schlachtfeld gefällt mir gerade mal überhaupt nicht. Wobei, die könnte ich hier lassen. Hier lassen. Könnte die Kavallerie reinchargen lassen. Die dann von meinen Mädels umhauen lassen. Und die Infanterie... werde ich derweil ablenken. Jetzt schaue ich mal, dass ich zumindest ein paar rausziehe. Jetzt folgen mir ja gleich alle. Ne, ein paar gehen durch. Genau, jetzt lasse ich die chargen. Den Rest lenke ich derweil ab. Dann sterben jetzt schon mal die ersten von den Kavalleristen da hinten. Und dann retreat ich vielleicht ein, zwei Mal und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Oh, die haben sogar Wurfwaffen. Ne, jetzt trifft gerade, jetzt sollte ich mich zurückziehen. Jetzt treffen gerade die Black Warrior alle auf meine Einheiten. Das will ich nicht. So, könntet ihr jetzt mal bitte weggehen, dass ich mich mal zurückziehen kann? Das wäre echt super cool. Ja, da sind schon wieder zu viele ausgenommen worden. 8 gegen 9, na super. Ja, das sind echt ziemlich harte Jungs. Ich hätte es natürlich am liebsten, dass die Kavallerie, weil wenn die Kavallerie komplett weg wäre, dann könnte ich meine Mädels hier so stehen lassen und die könnten dann die ganzen Infanteristen einfach nur weghauen. So, wisst ihr was? Geht einfach ran und macht die einfach kaputt. So, den einen oder anderen nehme ich noch mit. Weil wenn die Mounted Berserker alle weg sind, dann laufen diese Infanteristen nur noch auf meine Mädels zu und dann können die von den Pfeilen richtig zerrissen werden. Jetzt will ich aber noch einmal kurz bitte retreaten. Sicher ist sicher. Bitte, danke. So. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil wir hier, sobald sie über den Berg kommen, werden sie beschossen. Das passt.
So. Und sie verlieren auch ein bisschen an Geschwindigkeit, wenn sie den Berg runtergehen, da können sie jetzt nicht mit Fullspeed runterrennen. Ja, und hier werden sie eigentlich von einem richtigen Kreuzfeuer empfangen. Genau. Ich versuche sie hier jetzt ein bisschen aufzuhalten. Ja, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja, so hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Jetzt sind nämlich alle Kavalleristen weg. Und jetzt, wenn die Infanteristen hier über den Berg kommen, werden sie einfach nur vom Kreuzfeuer auseinandergerissen. Zumindest theoretisch. Aber viel Schaden kommt hier gerade eigentlich nicht so rum. Boah, sogar sogar mit seinen Wurfwaffen hat er eine von meinen Mädels umgehauen. Ja, aber so ist die Taktik gar nicht schlecht. Jetzt können die mal ordentlich reinschießen. So, und jetzt könnt ihr reinschauen. Ich könnte noch einmal mich zurückziehen, aber das braucht jetzt nicht mehr unbedingt. Oh mein, das Mount ist auch gleich tot. Ich sollte auf jeden Fall nicht von meinem Mount runtergehauen werden. Weil im Nahkampf machen die nicht richtig kaputt. Ja, aber das lief doch ganz gut. Ja, man braucht nur ein bisschen Taktik. Also ein-, zweimal zurückziehen und dann das zu seinem Vorteil nutzen. Oh, jetzt kriege ich gleich auf Minus. Nee, doch nicht. Ja, mit ein bisschen Taktik ist das schon in Ordnung, aber dieses Sun Kopf an Kopf rauszufordern, ist nicht so toll. Sehr schön. Press Tab to leave. 8 Renown. You have defeated me. Kill me now. However, I will take your money. Ach, die geben mir sogar Geld. Okay, gut zu wissen. Ich dachte, die geben mir gar kein Geld. Ich dachte, die sagen dann nur, okay, wenn wir zurückkommen mit unserer Armee, töten wir dich. Okay, gut gemacht, Mädels. Gut gemacht. Alindel hat aufgelevelt. Schön. Das bedeutet, Alindel, jetzt kriegst du endlich dein Pathfinding 10. So, Pathfinding 10 und Surgery. Gut, Surgery hat er jetzt nur auf 10, weil er durch seine Robe das Plus 1 kriegt. Wenn ich ihn jetzt ganz normal auf 10 mache, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich glaube nicht. Ich gebe ihm jetzt einfach sein 10er Pathfinding und dann könnte ich mal anfangen, ihn vielleicht auf vielleicht mache ich ihn als meinen Engineer. Wer hat denn momentan Engineer? Shijin hat Engineer 5, das ist nicht besonders viel. Ich brauche auf jeden Fall auch noch einen Engineer, das wird dann auch Alindel übernehmen. Irgendwann mal. Ach, ich brauche schon wieder was zu essen. Habe ich überhaupt keinen mit Foraging? Ich hätte halt am liebsten jetzt irgendwie Krieg mit irgendjemandem. Dass ich hier mal ein bisschen mich mit Lords prügeln kann. So, das halb aufgegessene Essen mal weg. Und neues Essen rein. So, wir haben Platz für, ja, zumindest 12 Leute. Das können wir aber offen lassen mal, den Platz. Ich könnte mal die Drachenlords fragen, ob vielleicht irgendjemand eine Quest für mich hat, dass ich irgendwo Krieg provozieren kann. Weil dass sie mit gar keinem Krieg haben, ist schon ein bisschen langweilig. Imperial Scouts. Was ist denn mit dir? What is it? Do you have any tasks? Nee, der will, dass ich 7 Elite-Drachen-Speerkämpfer hochziehe. Das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Baronen, irgendwas. Any tasks. Der will auch, dass ich 7 Elite-Drachen-Speerkämpfer hochziehe. Was ist mit dem hier? Lawless Wille. Nee, sorry, aber über die Quest sind wir dann doch langsam raus, lieber Graf Kurt. Da ist der König selber, der wird uns mit Sicherheit kein Quest geben, dass wir mit anderen Leuten Krieg anfangen sollen. Der vielleicht. Der sieht doch böse aus. Nee, der will Shijin haben. Schade, ich dachte, der sieht böse aus. Vielleicht gibt er uns das Quest, das wir brauchen. Imperial Scouts, ist hier jemand drin? Hier, Baron Gerion. It was a great victory, ja, das ist schon eine Zeit her. Oh, have you ever been in love? Nee, sorry, da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Das gibt so ziemlich viele Rufe, aber da habe ich jetzt echt keine Lust drauf.
gibt mir die Prinzess Birgit. Any tasks? Lawless Willen. Nein, über das Quest sind wir wirklich raus. Baron Ottfried. Lawless Willen. Nein. Na gut, so ist das Leben. Viragos. Perisno. Na gut, dann halt nicht. Hier die letzten beiden, da probiere ich es noch. Task, nee, der will auch Cheechen. Okay, dann halt nicht. Dann suchen wir uns halt selbst ein paar Leute zum Verhauen. Ihn frage ich noch, wenn er jetzt hier schon auf meinem Weg ist. Tasks, nee, Lawless Willen. Nö. Den Robbers, den brauche ich auch nicht hier. Macht auch keinen Sinn. Okay, ziemlich viel über die Map gelaufen und nichts dabei reicht. Nee, jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal wieder ein bisschen Krieg suchen. Ich denke, ich werde jetzt einfach, wenn sich eine Lord-Party mit Banditen oder so schlägt, werde ich einfach den Banditen helfen, sodass ich negativen Ruf bei dem Lord kriege und dann die Fraktion angreifen kann. Dann haben wir zwar keinen Krieg mit der Fraktion, aber ich kann zumindest die Lords aus dem Team dann angreifen. Am liebsten vielleicht mit Tolrania. Mal schauen. Vielleicht kämpft hier irgendwo ein Lord gegen. Gelder und Elendor haben jetzt auch noch Peace gemacht. Jetzt ist ja überhaupt keiner mehr im Krieg. Was ist denn los mit euch? Hier macht ja keiner mehr Krieg. Da, vielleicht schlägt der sich. Genau, following Outlawed Criminals. Dann helfe ich jetzt nämlich den Outlawed Criminals. Genau, jetzt helfe ich den Outlawed Criminals. Genau, jetzt kriege ich Tolrania minus 2. Jetzt werden mich die ganzen Leute wieder angreifen. Und ich habe auch in Tolrania nicht irgendwo ein Enterprise. Das heißt, das macht auch nicht mal großen Unterschied. So, jetzt kann ich natürlich auch diese komischen Banditen hier befehligen. Freut euch, ihr dürft an der Seite von den hübschesten Frauen im Spiel kämpfen. Nur für diesen einen Kampf. So, habt ihr euch jetzt dann alle mal entwirrt da hinten? Und dann könnten wir nämlich langsam mal ranchargen. Wandering Criminal. Oh, das tut mir aber leid. Ja, charge einfach ran. So, vielleicht kriege ich auch ein, zwei Kills. Ach. Anscheinend nicht. Anscheinend. Gut, jetzt habe ich aber zumindest die Möglichkeit, mich mit Tolrania ein bisschen rumzuschlagen. Habe ich zumindest wieder einen. Weil die Lordkämpfe, die sind besser. Da kriege ich richtig viele Gefangene, das ist richtig viel Geld. Da kann ich jetzt mal ordentlich Geld sammeln. Und sobald ich dann genug Kohle habe, vielleicht mal über ein eigenes Königreich nachdenken. Ich brauche auf jeden Fall noch Right to Rule. Ach, das fällt mir auch gerade ein. Ich kann sowieso noch kein eigenes Königreich machen, weil ich habe noch nicht genug Right to Rule. Recht führen oder Recht zu herrschen. Weil solange ich das nicht habe, würde mich sowieso keiner ernst nehmen. Dann würde keiner mit mir Friedensgespräche eingehen, nichts. Weil die alle sagen, wieso sollten wir... Wieso sollten wir uns mit dir unterhalten? Du bist nur irgend so ein Mercenary, der an die Spitze gekommen ist. Wir nehmen dich nicht ernst. Wir nehmen dich alle nicht ernst. Tja, Outlawed Criminals, jetzt habe ich euch zwei geholfen, aber jetzt seid ihr leider auch gleich tot. So. Tja, eben haben wir noch Seite an Seite gekämpft und jetzt werdet ihr von mir umgehauen. Wie fühlt sich das denn an, so verraten zu werden? So. Ich lasse mal meine Sniper hier ihr Werk erledigen. Ich mach mal das Mount da weg. Oh, das sind ja ganz schön viele Mounts. Das sind mehr Mounts, als ich dachte. Die haben ja fast alle. Die sind ja fast alle beraten. Würdet ihr bitte mal weggehen? Ups, falsche Tasten. 5 Millionen verschiedene Tasten gedrückt. Eigentlich wollte ich nur auf den Battlecry drücken, dass die ein bisschen von mir weggehen. Marodeur kippt. Vielleicht kann ich ja ein paar ausnocken. Nehmen wir mal unser Knüppel. Ja, so zum Beispiel. Wobei die Warner Criminals jetzt nicht so viel Geld geben. Ach ja, die sollte ich jetzt vielleicht nicht alle gleich hier vormachen. Komm! Hörst du auf, meine Mädels zu schlagen? Hörst du auf? Ach, der Kolben ist einfach viel zu kurz. Hörst du auf? Oh.
richtig schönen Pfeil in den Rücken. So, dann ist das erledigt. Jetzt kann ich mich wieder mit den Tolrainia-Jungs rumschlagen. Ja, das mag ich ganz gern. Da gibt es wieder ein bisschen Geld. Schöner Schild. Obwohl er halt leider cracked ist. Also hat er leider nicht ganz so viel Resistance, aber der hält genug aus. Der ist uns in den letzten Kämpfen noch nie wirklich gebrochen. Die Refugees nehmen wir alle mit. Ja, das ganze Zeug, ach, nehmen wir es einfach mit. Bevor ich mich mit den Lords rumschlage, gehe ich eh nochmal schnell verkaufen. So, Makan. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die Kämpfe initiieren kann gegen die Lords, weil die sagen vielleicht, hey, wir sind doch gar nicht im Krieg, wieso greifst du uns an? Aber mal schauen. Ach, jetzt ist der Bounty Scout, Ransom Broker immer noch oben. Hallo Ransom Broker, nimm meine Sklaven. So. Dann wird's mal Zeit, uns mal wieder ein bisschen mit den Tolrainia-Jungs zu hauen. Refugees. Viragos. So. Dann gehen wir uns mal wieder ein bisschen mit den prügeln. So, was haben wir hier alles? Hallo. Boah. Wo ist er denn? Hier. Der Order of Faith. Grand Paladin. 16 Paladins of Faith. 47 Templer of Faith. Boah, die würden mich so fertig machen. Okay, da gehe ich jetzt offensichtlich nicht rein. Aber ich könnte den da zum Beispiel machen. Ach nee, der läuft auch schon viel mehr davon. Ich könnte aber ihn hier machen. Count Freelancer Marshals, was hat er noch so? Drachenpriester hat der. Der hat einen Elephant Rider. Captain of the Guard. Das sind interessante Units, die hauen wir mal. What is your name, Madame? Ach, die kennen wir noch gar nicht. Surrender or die. Hey, wieso hatten wir denn schon 8 Ruf mit dem, wenn wir den vorher noch nie getroffen haben? Naja, egal. So, jetzt gibt's endlich mal wieder ein paar Lordkämpfe. Da gibt's endlich mal wieder ein bisschen was zu holen. Beziehungsweise das Schöne an den Lords ist, dass die halt sich so da vorne jetzt aufstellen in einer Reihe und dass meine Bogenschützinnen erstmal wieder zeigen können, was sie drauf haben. Aua. Die schießen aber auch immer direkt auf mich oder meinen Mount. Aber mein Mount hat es gut überlebt. Es ist auch, glaube ich, noch nicht langsamer geworden. Dafür hat es noch nicht genug Schaden kassiert. Wie die schreien. Ah, da schießen aber welche auf mich. Oh, die haben Shamans, diese Blood Shamans. Ja, gegen die will ich, glaube ich, nicht unbedingt im Nahkampf antreten müssen. Oh, da hinten sind die Elefanten. Ja, mal schauen. Die werden wir in Aktion gleich noch erleben. Jetzt kann ich hier erstmal so ein paar Infanteristen rausnehmen. Oh, ich reite jetzt mal runter zu den Elefanten. Oh, das sind kaiserliche Drachenscharfschützen. Die sind ein bisschen übel. Ich treffe die Elefanten auch, glaube ich, gar nicht, weil die sitzen auch so hoch. Das heißt, ich glaube, meine Lanze erwischt die auch gar nicht wirklich. Aua. Ja, das ist keine gute Idee, weil wir sind jetzt hier am Rand der Map und da ist das alles so... Da knubbelt sich das alles so. Und ich bleibe ständig überall stecken. Jetzt halt aber nicht mehr, jetzt geht's wieder. Also die Bogenschützen schießen auch alle auf mich, das ist nicht gut. Kriege ich den da oben? Nee, ich glaube, da komme ich gar nicht ran. Das muss ich irgendwelche Bogenschützinnen machen lassen. Der Drachenpriester, den will ich vielleicht wegmachen. So, den Freelancer Marshall auch noch. Dann können meine Leute irgendwann nochmal rancharchen. Erstmal hier die harten Einheiten raus. Oh, verdammt. Boah, dem sein Schild hält ordentlich was aus. So eine voll rangechargte Lanze. Aua. Okay, einmal zurückziehen. So, jetzt darf ich mich nicht mehr umhauen lassen, sonst kann ich nämlich wahrscheinlich nicht mehr mitmachen im nächsten Kampf. Ja, diesmal werden wir chargen. Jetzt lasse ich sie noch ein bisschen reinballern und dann dürfen sie reinchargen. So, habt ihr euch dann mal schön aufgeteilt? Boah, da
sind sie die Elefantenreiter. So, hier dürft ihr stehen bleiben. Schauen wir mal, wie viele jetzt auf mich schießen, weil vielleicht kann ich noch ein paar Infanteristen. Oh ne, da wirft schon jemand auf mich. Okay, jetzt muss ich ein bisschen in Bewegung bleiben. Aber solange sie auf mich schießen, schießen sie nicht auf meine Leute. Beziehungsweise, wie viele schießen denn wirklich auf mich? Das könnten auch Pfeile sein, die durch die Einheiten durchgehen, also meine Pfeile. Vielleicht schießt momentan gar keiner auf mich. Boah, 253 Schaden. Lanze in den Rücken. Hallo. Hallo, Bakal Footman. Gut, ich lasse sie noch ein bisschen snipen. Solange sie noch Pfeile haben, dürfen sie die auch gerne. Weil sobald ich ihnen sage, dass sie reinchargen sollen, benutzen sie keine Pfeile mehr, sondern ziehen ihre Nahkampf an. Man geht ganz schön viel in die Schilder rein. Oh ne, das schießt dann auf mich. Jetzt nicht. Ich sollte mich vielleicht mal wieder so hinstellen, dass die genau mit sich zu mir hindrehen und genau, dass jetzt meine Mädels da schön nach mir schießen. Hallo Leute, hallo. Dreht euch doch zu mir um. Genau, so will ich das haben. Was schreien die denn eigentlich alle, diese Bakal-Leute? Death for the Death Lord. And your blood shall be our prey. Okay. Ja, wenn ihr meint... Oh, da kommen Reinforcements, sehe ich gerade. Jetzt charge einfach rein. Ich mach den Lord noch weg. Und jetzt geht's los. Schauen wir mal, wie sich jetzt unsere Jungs hier gegen unsere alten Tolrania-Freunde so schlagen. Wo sind denn? Da hinten sind die Elefantentypen. Ich frage mich, wer die kriegt, weil ich komme mit meinen Waffen, glaube ich, gar nicht mal an die ran. Doch. Komm her. Der hat wahrscheinlich 500.000 HP. Also zumindest der Elefant. Komm her. Den trifft wahrscheinlich keiner. Geh weg, Female Assassin. Ja, die schießen mit Pfeilen. Nahkampfeinheiten kommen wahrscheinlich an die nicht dran. Wie soll man den denn töten? Weg da, weg da, weg da. Hier, ich lasse euch noch einen Kampfschrei da. Geht doch mal aus dem Weg. Geht doch mal aus dem Weg hier, liebe Mädels. Überall steht mir irgendwer im Weg. Und der lebt immer noch. Also sie gehen mit Nahkampfwaffen auf ihn los. Das heißt, sie scheinen zu glauben, ihn treffen zu können. Jetzt hat sie ihn umgestochen. Kann ich darauf reiten? Wahrscheinlich nicht. Da werde ich wahrscheinlich Riding 10 brauchen. Ach, der gibt mir nicht mal die Möglichkeit, auf dem zu reiten. Was für ein Viech. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Sorry. Okay, wir haben 10 Leute verloren, das ist in Ordnung. Und er ist auch noch escaped, naja. Und wir haben nur 6 Prisoner mitgenommen. Wir gehen uns die Parisno-Nuns aus, oder wieso haben wir denn nur... Wieso haben wir denn nur 6? Wie viele haben wir denn noch? Okay, so viele sind das echt nicht mehr. Initiate, Priestess, Foot Knight, Sharpshooters, so. Ellen Torren Elites, mit denen will ich mich auf gar keinen Fall anlegen. Das sind richtig böse Jungs. Ah, die haben schon 170 Prisoner. Nein. Hier ist ein Lord mit 177. Na, komm doch her. We meet again. I've been looking forward to seeing you again. Your tricks will not deceive me a second time. Das werden wir ja sehen. Surrender or die. Welche Tricks denn überhaupt? Du meinst, dass ich meine Leute hinten lass und mit Pfeilen dich aufspieß? Ich glaube, die Tricks werden dich nochmal a second time deceiven. Schau mal, was haben die denn so? Sind das... Das könnten Kingsguards sein? Ich weiß es nicht. Ich lasse mal die Leute stehen und lass sie mal reinschießen. Gut, wir gucken uns noch einmal hier hinter den feindlichen Linien um, was die so haben. Ah, da geht richtig viel jetzt in die Schilde rein. Ich bleib mal hier stehen. Ich will nicht, dass die ganzen Pfeile hier nur in die Schilde reingehen.
Ja, hopp, Mädels, los, erschießt die mal. Ja, so ungefähr. Das sind zwar eh nur die schlechten Einheiten, also die werden sowieso keine große Gefahr, aber... Da könnt ihr euch auch mal zu mir umdrehen, bitte. Ah, nein, 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 mein Mount, ah, Hilfe! Auf einmal kriege ich sie ja richtig, richtig ins Gesicht. Vielen Dank, liebe Schild. Ja, das ist... Diese lange Linie ist gar nicht mal so cool, weil die Mädels, die jetzt hier hinten stehen, können schon mal überhaupt nicht schießen. Ich muss die vielleicht das nächste Mal ein bisschen anders da positionieren. Kann ich vielleicht... Ist hier ein neues Mount irgendwo? Nee. Oh nee, die haben die ganzen Mounts schon abgeknallt. Ja, da kommen schon die ersten Reinforcements. Ja, sobald die Reinforcements meine Truppen erreicht haben, werde ich sie chargen lassen. Aber derweil können sie ruhig noch ein bisschen schießen. Ach, das sind sowieso nur solche Löschen. Wisst ihr was, liebe Mädels, charged rein. Bevor die anderen zuerst chargen, tun wir das lieber. Ah, jetzt gehen aber die meisten auf diese schlechten Einheiten los und die Hauptarmee da hinten. Oh ne, das ist gar nicht so cool. Kanonenfutter. Oh weh. Da gehe ich jetzt mal schnell hin und schmeiß da mal ein Kampfgeschrei rein, dass die mal ein bisschen animiert werden. Wieso steht ihr denn hier so nur so rum? Ihr schießt doch mal auf irgendwas. Hier einmal auf die Pistole drücken. Genau. So. Nee, doch, es passt. Alles gut. Der hatte keine so starken Einheiten. Ein paar Headhunters. Naja. Hoffentlich haben die, die Nonnen mal hier ein paar umgehauen. Ich will mal wieder ein paar Leute hier verkaufen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, für Geld. Gut, lieber Wolf, du hast gerade noch so überlebt. Enges Ding. I give up. Ja, ja. Keine Angst, ich nehme dich sowieso nicht mit. Okay, das waren jetzt schon ein paar mehr. Prisoner. 200. Weg damit. Die will ich haben. So. Ja, passt schon. Jetzt verkaufen wir mal kurz. Ja, und diese Infidels, die ich immer noch jagen soll, die werde ich wahrscheinlich im Leben nie finden. Hallo, Belichin Rank. Eigentlich könnte ich ihm langsam mal sagen, weißt du überhaupt, wer ich bin? Dann könnten wir uns nämlich den Kampf sparen. Wobei, das sind kurze, schnelle 60 EP. Und ein bisschen Ruf mit dem Bartender hier. Obwohl, ich weiß gar nicht, was das bringt, Ruf mit dem Bartender. Wo ist denn der Bounty, da ist der Ransom Broker. So, Sachen verkaufen. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Ach ja, das reicht schon noch ein bisschen. So, eigentlich könnte ich mich nochmal drum kümmern, noch mehrere Enterprises zu haben, aber nee, was soll's. Ich mache mein Geld einfach über Leute ausnocken. Was haben wir hier? Imperial Scout? Die haben nur 19 Leute dabei. Nee, die hau ich nicht. Was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag? Ah, was haben wir denn hier? Eine Eskorte, Scouts und eine Patrol. Die könnte ich eigentlich... Die mache ich jetzt einfach mal alle platt. Oh, oder auch nicht. Welcome back, Friend. Arakanos ist zurück. Schön. Dann schicke ich vielleicht gleich noch jemanden los. Vielleicht... Wer war denn noch nicht? Tamaris war noch nicht unterwegs. Die hat aber Spotting. Die ist mein Spotter und mein Forager. Fuzzle war auf jeden Fall noch nicht unterwegs. Dr. Ask you something, Queen, support my cause. Ja, geht los. Ich kann übrigens nicht alle Leute gleichzeitig losschicken, weil das hat dann immer irgendwie ein paar Minuten Cooldown. Also ich kann nicht allen Companions gleichzeitig sagen, geht los und macht... Werbung für mich. Da muss ich immer ein paar Minuten warten. So, gibt es irgendwen, den ich hauen kann? Es hat halt auch niemand Krieg. Das heißt, ich kann mich nicht mal irgendwo einmischen. Hier, die Elites kann ich hauen. Soweit ich weiß, haben die keine... Hi, Traveler. Greetings, my Lord Torlan.
Death to you and to all your Torrellian allies. Soweit ich weiß, hat er nur Infanteristen, wobei da läuft schon ein Kavallerist auf mich zu, wie ich das sehe. Der hat, glaube ich, nur Infanteristen, diese Vaylor Kingsmen mit diesen glitzernden Zweihandschwertern. Das heißt, meine Archer müssten damit überhaupt kein Problem haben. Ich muss jetzt erstmal die Kavalleristen rausnehmen, das war schon mal ganz schlecht. Okay, der andere ist auch tot, sehr gut. Ja, jetzt haben sie nur noch Infanteristen und das sind meines Wissens nach... Das ist ja noch einer. Genau, das sind die mit diesen glitzernden Zweihandschwertern. Das sind auch richtig böse Jungs, also von denen will ich mich nicht schlagen lassen. Wenn man sich mal diese Zweihandschwert anguckt, von dem wollte ich mich ja nicht treffen lassen. Ich könnte mal gucken, ob ich einen umhauen kann. Ja, 436 EP. Vielleicht noch einen. Ja, schlecht. Da war die Lanze etwas zu langsam. Krieg ich den letzten noch? Ne, den krieg ich nicht mehr. Den Tolren, also diesen Typen habe ich noch nie gefangen genommen. Diesen benannten Torlan, der entkommt mir immer. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt fangen kann. Mercenary Master Huntress. Nee, ich hätte gern lieber... Nee, ich will nicht so viele verschiedene Mädels haben. Oh, ich habe sogar... waren sogar 138 Gefangene jetzt. Schön. Das sind auch jetzt, glaube ich, noch hier so Imperial Scouts, Escape Prisoners. Die haben wir auch noch gleich mit weg. Wenn wir schon mal da sind. So. Descend my might rain. May rain, but you will never live to see it. Was habt ihr denn eigentlich? Sind das Mounted? Ne, das sind keine Mounted Berserker. Was sind denn das für Einheiten? Die schauen wir uns doch mal genauer an. Was habt ihr denn so? Seasoned Scouts. Ja, die sind nicht besonders hart. Geht weg. Gut. Vielleicht kriege ich auch einen. Komm her. Nein, daneben. Oh, schade. Ah, das war mitten ins Gesicht, glaube ich, der letzte Pfeil. Boah, diese Feuerpfeile. Das gibt's auch, glaube ich, nur in Parisen. Und das habe ich noch in keiner anderen Mod gesehen, diese Feuerpfeile. Oder vielleicht gibt es auch eine andere Mod, ich weiß es nicht. So viele habe ich noch nicht gespielt. Prophecy of Pandar habe ich gespielt und noch ein paar andere, an deren Namen ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Ja, genug, ich muss jetzt mal die Prisoner loswerden. Dann gehe ich mal runter zu den Ellen Torrens. Zu den Elfen. In die Stadt und gebe da mal die Prisoner ab. So. Die Sun kommen auch eigentlich relativ bald, glaube ich. Aber ich habe Leute, die sind gut genug, um sich zu wehren. So. Sell Items. Ich könnte auch mal diesen Mercenary-Leuten hier helfen. Hier gibt es überall, in jeder Stadt gibt es hier so einen Mercenary-Captain. Der verkauft halt Mercenaries von der jeweiligen Fraktion und der gibt einem auch eine Quest, eine Stadt von Nobles zu befreien. Die sind aber immer relativ hart, also es kann schon sein, dass ich da jetzt wieder ein paar Einheiten verliere. Aber ich weiß nicht, was dieses Quest mir gibt. Also welchen Vorteil ich davon habe. Und das heißt, deswegen finde ich das jetzt mal raus. Ich nehme das Quest einfach mal an. Hallo, Madame. Ja, ich bin ein Traveling Captain und er sieht troubled aus und er sagt, ja, irgendwelche Nobles rampagen in irgendeinem Town und ich soll die kaputt machen. Ich will aber keine Mercenaries, um ehrlich zu sein. In welcher Stadt denn? Rampaging Nobles in Istle. Wo ist denn Istle? Notes, Locations, Istle. Also hier irgendwo. Schauen wir mal, was das Quest bringt. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein paar Einheiten verlieren, weil diese Nobles sind immer relativ hart. Someone needs to deal with them. Schauen wir mal, was das so für Einheiten sind. Was sind denn das für Einheiten? Das sind, glaube ich, Mercenarian Knights, Freelancers, Sword Sisters.
habe hier nicht wirklich viel Platz, gegen irgendjemanden zu kämpfen. Schauen wir mal. Ja, ich hatte das Härter in Erinnerung, aber was sind das für Einheiten? Das sind Sword Sisters, das sind jede Menge Alan Torrens. Ja, meine Viragos kommen da halt überhaupt nicht hoch. Ja, das ist ein bisschen durcheinander hier. Nicht wirklich viel Platz, gegen irgendjemanden zu kämpfen. Charisma Noun tot. Nein, nicht Noun. Ja, aber das geht schon. Ich habe halt, selbst wenn die da irgendwo stecken bleiben, aber ich habe halt viele Bogenschützen, das heißt, die können die da auch locker runtersnipen. Da unten ist noch einer, den mache ich mal. Priester ist gekillt, nein! Am Fall um. Freelancer Rider. Wer bist du? Masnarian Knight, genau. Ja, okay, das ging doch. So weit war das gar nicht. You won the battle. Aber gut, ich habe jetzt mittlerweile auch schon relativ gute Einheiten. So, ich glaube, es 2000 Orums gibt es, glaube ich, hat er gesagt. Gegen wen kämpfen die hier so? Deserteure? Pff, 8000 verliere ich jetzt schon. Ja, ja, kann ich nichts gegen machen. So, gib mir Geld. Good work. 4000 EP, 2000 Orums. Okay, wieso nicht? 4000 EP ist nicht schlecht. Sell Items. Alles verkauft. Hab ich Prisoner? Nein, habe ich nicht. Okay, dann geht's mir soweit ganz gut. Ich update mal schnell hier die Leute. Ja, ich denke mal, also im Krieg oder nicht wirklich im Krieg, aber hier die Möglichkeit zu haben, ein paar Lords Platz zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil da kriege ich zumindest ein bisschen EP. Und eventuell werden wir in den nächsten oder in der übernächsten Folge dann auch langsam das Mercenary Agreement hier mit den Drachen beenden und eventuell mal anfangen, auf eigenen Füßen zu stehen. Eventuell, wer weiß. Auf jeden Fall sind wir auf einem ganz guten Weg. Bald kommen auch die Sun. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber meine Mädels schlagen sich wirklich gut. Und es macht auch wirklich Spaß hier, sich so auf so einzelne Einheiten einzuschießen. Schön, ja. Sehr, sehr schön. Hier die ganzen Pluspunkte, also die ganzen Level-Up muss ich auch mal verteilen, aber mache ich vielleicht in der nächsten Folge. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal kurz Ende. Und gönne Marie Dator und ihren Mädels mal eine kurze Auszeit. Wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.